Der amerikanische Tabakschwärmer ist ein Schmetterling, der in der neuen Windtunnelanlage künftig seine Bahnen zieht. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie wollen das geruchsgesteuerte Verhalten von Insekten untersuchen. Die hochmoderne Windtunnelanlage, die dafür genutzt werden soll, wurde heute offiziell in Betrieb genommen. Der Windkanal, den haben wir gebaut, um zu testen, wie verschiedene Insekten auf Düfte reagieren. Weil unsere Abteilung arbeitet damit, welche Düfte für Tiere attraktiv sind, welche nicht so attraktiv sind. Und wir gucken das hier im Windkanal an. Im Windkanal kann man das sich sehr gut anschauen, weil wir dadurch, dass dort ein ganz geradliniger Wind drin ist, wissen wir immer genau, wo sich der Duft in dem Kanal befindet und können das Insekt dann ganz gezielt in diese Duftfahne setzen und können dann schauen, wie das Tier auf den Duft reagiert, ob es den gut oder schlecht findet. Und wenn dieser Duft für sie attraktiv ist, dann entscheiden die, oh, da fliege ich mal hin. Und am besten hinzufliegen ist gegen den Wind. Weil wenn ich gegen den Wind fliege, dann bewege ich mich immer direkt zu der Duftquelle hin. Während, wenn der Duft nicht so gut ist, dann bewege ich mich lieber quer zum Wind. Dann komme ich von der Duftquelle weg oder fliege sogar mit dem Wind von der Duftquelle weg. Die neue Anlage verfügt über 2 Windtunnel. Im kleineren wird überwiegend der Geruchssinn von Fruchtfliegen getestet, im größeren hauptsächlich der von Motten und Schmetterlingen. Praktischen Nutzen versprechen sich die Jenaer Forscher für die biologische Schädlingsbekämpfung, wie den Bau von Pheromonfallen. Das heißt, das sind Fallen, wo man diese Sexuallockstoffe reintut und damit Insekten anzieht und damit die dann aus der Ackerwirtschaft rausziehen kann. Das ist also eine Bekämpfung, wo man Insekten mit los wird, ohne dass man große Chemikalien verspritzen muss. Und wir testen hier auch neue Pheromone. Wenn irgendwo eine neue Schädlingsart auftritt, mit der man noch nicht viel Erfahrung hat, dann gucken wir hier, welche Pheromone, welche Sexuallockstoffe sind dort am besten, locken diese Tiere an und die Sachen, die wir hier rausfinden, die können dann wiederum dann auch von der angewandten Forschung weiterverwendet werden, um Pheromonfallen zu bauen. Die Windtunnel sind an eine Klimaanlage angeschlossen. Sie ermöglicht es, dass die Wissenschaftler mit Insekten aus nahezu allen Klimazonen arbeiten können. Frisch angesaugte und aufbereitete Luft sorgt dafür, dass keine Probleme durch Verschmutzung auftreten. Und auch sonst wartet die Anlage mit vielen technischen Neuerungen auf. Die technische Neuerung, die wir realisiert haben, ist, dass wir mit LEDs arbeiten. Mit diesen LEDs kann man viel besser das Sonnenlicht imitieren. Mit Neonröhren geht das nicht so gut. Deswegen gibt es den Fall, dass man denkt, es ist sehr hell. Aber die Tiere sehen das nicht, weil die Tiere anderes Licht sehen als wir. Mit den LEDs haben wir Sonnenlicht, das ganze Lichtspektrum ist abgedeckt und für die Tiere ist es auch hell. Das ist der eine Grund. Dann haben wir eine Wasserkühlung eingeführt, weil herkömmliches Licht muss über Luft gekühlt werden, dadurch ist es immer sehr laut. Mit den LEDs, da können wir oben, wo die eingesteckt sind, Wasser durchpumpen, das ist ganz leise und die sind gekühlt. Dadurch können wir mit viel geringerer Lautstärke arbeiten, was für uns schöner ist und für die Insekten auch. 2,6 Millionen Euro hat die Windtunnelanlage gekostet. Derzeit ist sie noch auf dem Gelände der Carl Zeiss AG untergebracht. Zukünftig soll sie im Max-Planck-Institut für chemische Ökologie installiert werden. Die Arbeiten für den Erweiterungsbau beginnen im Juli.